Willkommen zurück zu Mario und Rabbids Kingdom Battle. Wir sind hier vor der Kanone zu den uralten Gärten der ersten Welt, denn wir haben jetzt die Fähigkeit, Sachen zu bewegen. Hier komme ich noch nicht dran, weil ich hier erstmal bohren muss. Jedenfalls mit der Fähigkeit können wir eigentlich hier noch ganz gut erkunden. Was ist das denn? War das Gebiet vorher schon da? Habe ich das immer übersehen? Nee, ne? Okay, ich hole sofort die Kiste. Ich muss aber erst die roten Münzen holen. Da. 7. What? 8. Okay, goldene Kiste. Nice. Ein neues Wäffchen. Der Bois Blaster. Wie Van Gogh verewigen sich die Rabbids neuerdings gern in ihren eigenen Werken. Ach, das ist ein Rabbit Blaster, okay. Ja, aber Mario hat eigentlich ganz gute Waffen momentan. Da müssen wir nichts Neues kaufen. Wir haben auch, glaube ich, gar kein Geld. So, was haben wir hier noch? Eine exotische Furt. Okay. Boah, die exotische Furt. Ein Gemälde. Naja, ganz nice. Jetzt gehen wir nochmal in die erste Welt und checken dort alles ab, was es halt noch so abzuchecken gilt. Und wir können auch Prüfungen machen. Da weiß ich aber nicht, ob ich das jetzt wirklich machen möchte. Weil die Prüfungen sind, meine ich, schon recht anspruchsvoll. Wir schauen uns das einfach mal an. So, ist denn hier... Okay, hier am Anfang ist noch nichts, was wir bewegen können. Lalalala, ja auch noch nicht. So, jetzt ist hier das Schlachtfeld, das wir schon gemacht haben. Hier, ein paar Münzen. Und jetzt haben wir hier die erste Prüfung. Sehr einfach. Wir können es eigentlich mal machen. Besiege 14 Gegner in 3 Zügen. Genau, also Prüfungen sind halt anders als normale Schlachten. Hier müssen wir jetzt auch Gegner besiegen, ja. Aber wir haben halt nur bestimmte Kriterien, die wir einhalten müssen. Ist Luigi denn hier gut? Ich denke eigentlich schon. Naja, ist schon in Ordnung so. Drei Züge ist halt wirklich wenig für 14 Gegner. Auch wenn ich natürlich sehr stark bin. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, ich treffe höchstens 3. Obwohl, nee. So treffe ich 1, 2, 3, 4. Ich treffe auch Rabbit Peach, aber die hält da schon aus. Es ist nur einer gestorben, wirklich? Wie unnütz. Kann ich einen Stampfattack mit Mario machen? Kann ich. Dann hauen wir den hier noch weg. Und gehen hier hinter. Jetzt mal schon 3 besiegt. Das ist gar nicht so schwer. Heldensicht noch. Luigi kann nur einen treffen mit der Raserei. Ja gut. Und vielleicht... Ja, so. Oh yeah, golden. Aber der eine lebt jetzt echt noch. Na, wie unnütz. Eisenblick. So, Rabbit Pete. Na, 1 KP, als ob. Na, dann geh mal hier hin. Ich denke, die Runde ist ziemlich gut gelaufen. Ja, schieß halt.
Und tot. Auch noch Sprungeffekt. Nice. Oh, der trifft auch. Verdammt. Honig? Schade, aber ja, tot ist tot. So, neue Gegner tauchen auf. Wobei, Moment. Kann Mario den Hammer nochmal einsetzen oder muss der immer eine Runde auf? Der muss aufladen. Ah, okay. Schade. Ist aber nicht so schlimm. Ich schicke gleich eine Mine hin von Rabbit Peach. Ja, ich kann im Grunde jeden hier besiegen. Also die Prüfung sollte man eigentlich erst so am Ende des Spiels machen, glaube ich, weil dann ist man halt wirklich sehr stark. Okay, die Mine reicht vielleicht noch nicht mal. Das ist natürlich schlecht, aber ich kann ja auch noch Raserei mit Rabbit Peach machen. Und es reicht doch. Nice. Habe ich jetzt hier schon wieder alle besiegt. Ich meine, ich muss noch schießen mit Luigi, aber ja. Im Grunde war es das. Ich habe richtig viel Glück mit den Effekten. Ja, zwei Runden statt drei. Ist, denke ich, in Ordnung. Schlacht gewonnen. Und dafür kriegen wir... gar nichts? Ich meine, wir kriegen dafür Powerkugeln, oder? Ja, zwei. Naja, okay. Also man sollte es vielleicht doch schon vor der Story, vor dem Abschluss der Story machen, weil man dafür eben Powerkugeln kriegt. Und die sind ja auch wichtig. So, das wäre ehrlich. Jetzt würde ich hier noch Münzen kriegen, wenn ich es nochmal mache, aber ja, nee, ich denke, das ist nicht notwendig. So, hier durch. Ist hier noch was? Nee. Wo sind denn die ganzen Blöcke, die man bewegen kann? Die Münzen nehme ich ja auch gerne mit, kein Ding. Nur eigentlich bin ich ja für die Blöcke hier gekommen. Ich meine auch, wir hätten einfach an jeder Stelle welche gehabt, aber jetzt sehe ich gar keine. Unglaublich. Seltsam. Na, wir nehmen die Münzen mit und kommen zur nächsten Schlacht. Ist da hinten ein Block? Nee, ne, da sind ein paar Münzen, aber dafür gehe ich jetzt nicht rüber. Oder ist hier gar keine Prüfung? Anscheinend nicht, okay. Was ist hier? Oder wo ist das? Oh, WTF. Achso, hier war nur der Schalter. Ach ja, Backtracking. Wer liebt es nicht? Einfach. Ja, die machen wir auch noch. Ich habe bei einer einfachen Prüfung kriege ich auch mehr als zwei Powerkugeln. Eskortiere Toad 6 Züge. Er muss da hinten hin. Okay. Dann nehme ich jetzt aber nicht Luigi, weil er hat hier gar keinen Vorteil. Er hat ja keine besondere Höhe hier, die er irgendwie einnehmen kann. Ich nehme hier einfach mal Rabbit Luigi und den kann ich auch noch eben stärken, weil der hat recht viele Powerkugeln. Ich würde sagen zweimal Raserei. Und dann haben wir jetzt auch, ja, keine Powerkugeln mehr übrig. Okay, ich kann leider nicht die Mine oder den Hammer einsetzen, weil dann würde ich auch Toad treffen. Das will ich natürlich nicht. Und ja, gehen wir einfach mal hier hin.
So, diese Stampfattacke ist echt cool. Jetzt ihn hier weghauen. Toad, du kannst dich schon mal... Kannst du springen? Nee, ne? Das wäre ja sehr einfach, sonst dahin zu springen. Dann geh mal hier hin. Und ja, hier würde ich sagen, zweimal Raserei. Und dann Rabbit Luigi schon mal ein bisschen weiter schicken. So, durch den Vampireffekt kann er sich sogar heilen. Ist jetzt nicht notwendig, weil er ist schon geheilt, aber ist halt trotzdem ein netter Effekt. Ist auch, meine ich, der beste Effekt, den man haben kann. Ich weiß nicht, wo die nächsten Rabbits auftauchen werden. Okay, alle hier. Bin ich vielleicht sogar ein bisschen zu weit gelaufen? Ja, das war jetzt ziemlich cool. Jetzt haben wir den einen weggeworfen und dadurch den anderen auch noch. Auch ziemlich mächtig. Jetzt können wir den hier einfach besiegen. Und uns mit Mario hier hinstellen. Ich meine, die Rabbits sind kein Problem. Ich muss halt Toad irgendwie rüberkriegen. Das ist das, was hier so ein bisschen Zeit kostet. Und man merkt auch einfach die Stärke der Waffen. Oh, jetzt muss ich ihn hier hinstellen. Ich hätte auch erstmal Luigi wegbewegen können. Naja, egal. Ah, die tauchen immer bei Toad auf, oder? Ja, geh mal bis hier hin. Er wird schon sicher sein, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Leben die jetzt beide noch? Als ob. Ich muss den da hinten noch treffen. Ah. Aber den kann ich ja besiegen. Ich bin ja wirklich stark. Diese Gartenziggis, die können da nichts gegen machen. So. Hier Raserei und hier Raserei und hier hinten hinspringen. Ja. Und Feuer, nice. Okay, ich denke, die Runde ist erledigt. Oh, da ist ein Grobian. Den müssen wir wegräumen. Kommt er näher? Vielleicht sogar ein bisschen zu nah. Ja, die werde ich schon besiegen, die beiden. Ich muss jetzt erstmal den hier wegräumen und dafür brauche ich auch noch Marios Hilfe. Wobei, jetzt können wir auch schon mal hier Ordnung schaffen und uns dann hier hinstellen. Und ihn hier angreifen. Ah, das ist die coole Sonnenblume. So, jetzt mit Rabbit Peach auf den Grobian. Dann will er herkommen. Und wird von Mario getroffen.
So, hier rüber. Was ist das denn jetzt? Was? Ja, wobei, ist eigentlich nicht so schlimm. Ah, die Mieten. Na, okay, Moment. Kommen dann alle rüber? Oh Gott, oh Gott. Und viel Schaden macht das auch nicht. Ah, es war immer noch nicht so richtig das, was ich wollte. Erstmal den Schwachmacher einsetzen, damit die alle ein bisschen schwächer werden. Und jetzt hier die Mine. Ja. Ist zwar nicht so gut für Rabbit Peach. Wobei, es kommt keiner richtig ran. So dann. Kann ich nämlich für Toad jetzt schon reinkommen? Ja, doch. Ich muss ja einfach nur da eine Lücke bauen, damit ich durchkomme. Ja, das war eine coole Aufgabe. Also die Prüfungen sind schon ziemlich cool. Und es gibt dafür auch nur zwei Powerkugeln. Oh, das ist schade. Ich dachte, da kriegt man drei für. Ich dachte, das steigt mit der Schwierigkeit. Weil es kommen auch richtig schwierige Prüfungen. Und da will ich dann eigentlich auch schon mehr für kriegen. Aber wahrscheinlich habe ich einfach zu hohe Erwartungen. So. Da ist der erste Block, den ich verschieben kann. Ich laufe natürlich dran vorbei. Super. Ach so. So rum. Gut. Und da könnten wir jetzt weitergehen, aber ich will eigentlich jetzt da hinten hin, weil da ist es auch noch was. Weiß noch nicht genau, was ich hier machen muss. Das war jetzt dumm. Was soll ich denn hier machen? Ach so, Moment. Ah, okay. Ja, schade, das habe ich jetzt falsch gemacht. Müssen wir gleich nochmal machen. Dann gehe ich jetzt erstmal hier durch. Es gibt ja auch hier noch eine versteckte Mission. Die will ich eigentlich auch finden. Ich weiß gar nicht, wo die sein soll. Diese ewig langen Röhren sind mega nervig. Ich hab das Gefühl, ich mache alles falsch. Hier ist nichts mehr. Okay, dann weiter. Oh, hier ist, glaube ich, ja sogar eine mittlere Prüfung. Ja, will ich aber nicht machen. Um die Prüfung kümmern wir uns noch, aber jetzt will ich erst einmal das versteckte Level finden, das hier irgendwo ist. Ich bin aber wahrscheinlich schon dran vorbeigelaufen. Ich weiß auch nicht genau, wo ich gerade bin.
Einfach, ja, einfach wollen wir auch nicht. Auch nochmal einfach hier. Toad-Freunde, 3D-Modell. Ich gehe jetzt mal hier in die Kanone, einfach um zu gucken, wo ich hinkomme. Woanders hin? Okay. Jetzt habe ich doch gar keine Orientierung mehr. Wobei, hier ist einfach nur sowas. Powerkugeln, wie viele? 5. Ah, interessant. Oh, alte Gärten. Nice. Schöne Musik. Aber ich habe gar keine Orientierung. Ah, ist problematisch. Habe ich jetzt was übersprungen? Bin ich überhaupt hier in der richtigen Richtung? Es ist sehr schwer, hier Backtracking zu betreiben. Muss man schon sagen. Aber wir haben jetzt den Bildschirm einmal gewechselt. Das heißt, ich kann... Man muss eine Rätsel nochmal versuchen. Das will ich dann auch versuchen. Klar. Ich muss nur erstmal wieder dahin kommen und... Wo zur Hölle bin ich gerade? Das ist jetzt ein Schlachtfeld, aber komisch, dass ich hier durch die Röhren muss, um weiterzukommen oder zurückzukommen. Ich glaube schon, ich laufe zurück, ne? Sieht alles so komisch aus, wenn ich in diese Richtung... Oh, ich habe keine Ahnung. Oh nee, das ist der Irrgarten. Aber ich glaube, hier müsste auch irgendwo was sein. Nur sich hier zurechtzufinden, ist natürlich nochmal, ja, besonders nervig. Ich meine, die Münzen... Nee, die Münzen zeigen es doch nicht an. Wirklich, hier ist nur eine Münze. Na gut, auf dem Rückweg jetzt auch, aber trotzdem. Ich verstehe nicht so ganz, wo ich bin. Ich meine, ich kenne den Ort natürlich. Aber was habe ich jetzt übersprungen und was nicht? Und es wird auch nicht richtig angezeigt. Also, gibt es eine Karte? Nee, ich kann nur in die Kampfzentrale. Ja, ich kann auch Pause drücken, aber das bringt mir auch nicht viel. Oder? Nö. Okay. Dieser dumme Irrgarten. Ja, hier ist die Ente. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Ein Rätsel war irgendwo da hinten. Oh Mann, das ist wirklich nervig. Das werde ich jetzt auch nicht jedes Mal machen. Ich meine, die Prüfung kann ich ja sowieso auch machen, indem ich einfach in die Waschmaschine gehe. Da kann ich einfach die Prüfung auswählen. Ich denke, das ist auch besser, als jetzt einfach hier unterwegs zu machen. Nur muss ich jetzt zumindest mal... die ganzen Schätze bergen, weil da sind ja Powerkugeln drin. Die brauche ich ja, um in der Sorbet-Wüste zu bestehen. Sonst bin ich zu schwach. Hey, hier war doch irgendwo ein Rätsel. Das ist doch nicht so lange her, dass ich da war. Oder doch? Dieses Gebiet ist einfach viel zu groß. Aber ich müsste, da hinten müsste das Rätsel irgendwo sein. An die großen Röhren erinnere ich mich noch. Auch wenn schon gefühlt 10 Minuten her ist.
Kanone ist mir egal. Also gehe ich hier durch. Da müsste es sein, oder? Ja. Also der eine Block muss mit diesem blauen hier auf einer Ebene sein. Was heißt das schon? So müsste richtig sein. Der hier muss oben in die Ecke. Wirklich? Ich mach den zuletzt. Der hier ist 2 von dem großen blauen entfernt. Okay. Ja, das war richtig. Nice. Powerkugeln. Okay. Ab in den Pilzpalast. Und da kann ich nämlich, wenn ich in die Kanone gehe, aussuchen, wo ich landen möchte. Ich glaube, das ist besser, als wenn ich jetzt nochmal überall hinlaufe. Aber es ist schon ziemlich nervig. Und auch das hier ist nervig, dass ich immer wieder zur Kanone laufen muss. Ach ja. So. Da müsste ich gerade gewesen sein. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Hier habe ich auch eine Karte. Da ist diese Toilette mit der Gummiente. Und das führt mich schon ein bisschen weiter. Aber Hauptsache, ich bin eigentlich am Irrgarten vorbei. Und das wäre ich hier schon. Ich glaube, ich gehe hier hin. Okay, und weiter geht's. Okay, also hier ist auf jeden Fall was Neues. Schau ich sofort vorbei. Erst noch hier vorbeigucken. Ihr dürft aber nicht... Ah nee, hier habe ich mich ja gerade hinkatapultiert. Genau. Also, dann sind wir jetzt eigentlich an der richtigen Stelle. Das ist gut. Und hier müsste auch das neue Kapitel sein. Mhm. Welt 1-1, die verborgene Brücke. War das jetzt wirklich 1-1? Komisch. Powerkugeln. 5 Stück. So, das machen wir auf jeden Fall. Hier ist eine Schlacht. Komisch. Naja, machen wir einfach mal. Es sind ja ganz einfache Gegner. Was ist mein Ziel? Oh Gott. Alle Gegner zu besiegen. Wir könnten den Rasereischaden erhöhen oder... Was ist das hier? Kraftpaket, das ist eigentlich auch ganz gut, aber... Weiß ich nicht. Stampfradius. Stampfschaden. Ich würde sagen, erstmal Rasereischaden. Und hier... A Rabbit Peach, die aber jetzt gar nicht mitkämpft, ist also egal. Überspringe ich einfach mal. Bei... Rabbit Luigi. Der muss sich eigentlich weiter bewegen können, weil er ist ganz gut mit der Raserei. Also er braucht auf jeden Fall mehr Bewegungsfreiheit, aber das ist zu teuer. Leider um einen Punkt. Ich spare mir das mal. Teamsprungradius. Ja, ja, hat sich jetzt nicht so richtig gelohnt. Ist egal. Wir kämpfen jetzt. Ja, dann musst du leider hier hin, Mario. Weil von da oben wirst du jetzt gleich auch angegriffen, wenn du nicht in Deckung gehst. Da ist das schwierig.
Ja, dann würde ich sagen, einmal auf den Grobian. Feuer, nice. Kommt jetzt noch zu mir gelaufen? Ja, macht er trotzdem, auch wenn er Feuerschaden genommen hat. Okay. Mario hat Angst, dass er getroffen wird. Oh, nice. Reicht das? Ja, ne? Das sollte reichen. Er verschwindet. Es ist so gut gelaufen, wie es eigentlich nur geht. Mehr kann ich da nicht rausholen. Wo sind Gegner? Ich sehe gerade keine. Dann will ich auch die Heldensicht und den Eisenblick nicht einsetzen. Ja, da sind wir halb sicher. Gut. Ich weiß nicht, ob ich die getroffen hätte mit der Heldensicht. Die sind schon ziemlich weit weg gewesen. Weil die konnten mich auch nicht angreifen, also hätte ich die wahrscheinlich auch nicht treffen können. So, jetzt erstmal hier ein bisschen an... ein bisschen einfach weiterkommen. Ich hab die Bazooka, du kannst mir gar nichts. Du kannst dich verstecken, ist egal. Ja komm, machen wir den Block noch so gut wie es geht kaputt. Und jetzt lohnt sich auch die Heldensicht. Und Luigi, du kannst eigentlich hier hoch und hier einmal drauf und... Ja, am besten versteckst du dich hier. Jetzt habe ich den Block natürlich schon ziemlich kaputt gemacht. Das war vielleicht doch nicht so schlau. Und wenn ich den jetzt doch besiege, hat sich auch die Heldensicht nicht gelohnt. Wobei da oben die beiden Hopster sind. Ich könnte die ja trotzdem treffen, wenn die jetzt näher kommen. Und ich glaube mit Luigi sowieso. Mhm. Was war das denn für ein Schuss? Jetzt ist mein Block leider kaputt. Ah, die Heldensicht hat sich nicht gelohnt. Und ich treffe da schon wieder keinen. Jetzt habe ich auch die Rakete nicht zur Verfügung. Ah, doof. Ist vielleicht ein bisschen wahnsinnig, hier hochzugehen mit Luigi, der so wenig KP hat, aber egal. Jetzt trifft er mich, oder? Ja. Aber gut, die machen nicht so viel Schaden, das überleben wir. Und ja, der trifft mich sowieso, das wusste ich ja. Ist ja genau gereicht, glaube ich. Ja, Rabbit Luigi hat noch nicht so eine starke Waffe. Das habe ich nicht bedacht. Wir haben es geschafft. Hatten auch noch genug Züge Zeit. Okay, ja. Hier haben wir, naja, ein Kunstwerk, ist halt ganz nett zum Sammeln und eine Schallplatte, na gut. Okay. WTF, wo sind wir denn jetzt? Also ich muss hier mal Brücken erscheinen lassen, das verstehe ich schon.
Waren wir gerade hier oben? Ja. Was ist mit dem Schalter hier? Okay, die Brücke ist fast da. Und da ist auch sogar eine silberne Box. Das hier kann ich nicht bewegen. Schade. Hier ist noch eine Schlacht. Besiege den Miniboss. Oh. Rabbit schon wieder. Mhm. Ja, krass. Ich bleib bei den dreien, aber ich will tatsächlich Rabbit... Ach, warte, was mache ich hier? Ne, das auch nicht. Waffenauswahl. Ich will Rabbit Luigi ein bisschen stärken. Ja, hier, Vampirchance und stark gegen Verteidiger. Haben wir noch nicht kennengelernt. Aber die Waffe ist einfach gut. So, ich würde sagen, Luigi fängt an. Das sieht jetzt nicht so schlau aus, aber ich glaube, das ist ganz gut, was ich mache. Ah, Luigi ist auch noch geschwächt. Ah, das ist vielleicht doch nicht so schlau. Hätte ich erstmal hier Vampireffekt machen sollen. Den kann ich auf jeden Fall besiegen. Was ist mit dem hier? Den müsste ich eigentlich auch besiegen können. So, den hier besiege ich. Mit einem schönen Honigschuss. Und ja. Der wird jetzt gleich zu mir laufen, aber dann wird er von... Oh, er hat sogar Vampireffekt. Das ist gut, wenn Luigi jetzt angreift. Aber Mario greift zuerst und jetzt ist er besiegt, oder? Ah, schade. Ja, aber es kann passieren. Na, wobei. Luigi greift jetzt da noch an. Auch nicht schlecht. Das Ding hat einfach viele KP. 100, das ist schon heftig. Ist Luigi tot? Nee, aber jetzt wieder getroffen, ne? Okay, wird doch nicht getroffen. Ich beschleunige mal. Oh, verdammt. Das war jetzt doch ein bisschen heikler, als ich das eigentlich wollte. So, hier ist der Vampireffekt ganz, ganz wichtig. Da leider kein Effekt. Okay, ist dann halt so. So, hier stampfen. Ein bisschen heilen, aber ist halt auch nicht so viel. Wichtig ist jetzt... Ich habe 30% Chance auf den Sprungeffekt, den ich leider nicht kriege. Jetzt läuft er zu mir. Ich heile mich aber um 22 KP und er erreicht mich aber. Dann ist Luigi jetzt leider tot. Oh, so ein Mist. Kann ich das beenden? Schlacht neu starten. Ja, dann machen wir das so. Ich sehe auch schon, der Part wird ultra lang. Vielleicht kann ich was aus der Suche rausschneiden am Anfang. Aber ja, es wird sehr lang. Das Problem ist halt, dass Luigi geschwächt ist. Aber jetzt kann ich das ein bisschen besser machen. Ich muss mal eben schauen, ob Rabbit Luigi jetzt immer noch seine Waffe hat oder ob der jetzt die Waffe verloren hat. Nee, er hat die Waffen noch, okay. Ja, ich habe auch das Geld noch nicht, also. Gut. Ja, ich kann halt nicht viel mehr rausholen.
Ja, vielleicht kann ich ein bisschen mehr rausholen, aber auch nicht wirklich. Was ich halt machen kann, ist, ich kann hier versuchen, ein bisschen Vampireffekt zu machen. Kann ich den da weghauen? Das läuft schlechter als gerade. So viel steht schon fest. Nee, den muss Mario. Ach, Mann, ist das doof. So, den hat Mario jetzt besiegt und Luigi kann sich jetzt zumindest ein paar KP von dem Kleinen hier schnappen. Das ist halt nicht viel, aber ein bisschen immerhin. Ich kann sogar hier hinten hingehen. Und dann bin ich zumindest sicher vor dem Robian. Und es ist auch nicht schlimm, dass ich jetzt so weit weg bin, denn Luigi hat ja eine gute Reichweite. Okay, nice. Dann noch Eisenblick. So, Per-Rabbit kann natürlich einfach aus der Ferne angreifen. Da kann ich wenig machen. Die geht auf Mario. Das ist einfach viel zu stark. Warum ist Mario jetzt ungeschützt? Ah, doofer Feuereffekt. Und das war auch so nicht geplant. Der sollte eigentlich gar nicht mehr hinkommen, weil ich den eigentlich mit der Heldensicht treffen wollte. Aber die dumme Piranha-Pflanze. Jetzt kommt der auch noch, oder was? Hier, der kann mich nicht treffen. Oh, bleib bitte da. Ah, ist alles schlecht. Ah, ist das nervig. Das ist eine richtig schwierige Schlacht. Es geht ja auch eigentlich nur um den Boss. Ist ja noch schlimmer, dass ich den nicht erreichen kann. Ja, immer noch nicht. Oh nicht? Nice, das kann der sich nicht bewegen. Und wenn er sich nicht bewegen kann, dann ist er auch kein Grobian mehr im Grunde. Na, so viel kann ich jetzt hier nicht machen. Aber ich kann mich wieder hier hinstellen, das ist gut. Der normale Schuss sollte reichen, um ihn hier zu besiegen, aber ich sehe gerade, ich treffe ihn ja nicht mal zu 100%. Oh Gott. Hiermit treffe ich ihn, aber ich weiß nicht, ob ich ihn besiegen werde. Und Luigi schon wieder tot. Ist Luigi jetzt wirklich wieder tot? Ja, ne, die werden ihn angreifen. Okay. Ich glaube, ich muss auf Luigi verzichten, weil er einfach zu geschwächt ist. Und da kann ich wenig machen. Ah, das ist echt nicht einfach. Und es kostet mich mehr Zeit, als ich eigentlich wollte. Gut, dann machen wir das so. Ja, ich weiß nicht. Ob das jetzt wirklich besser ist, ich habe keine Ahnung.
Ne, ich schieße jetzt erstmal. Dann kommt der näher, dann kann ich ihn mit der Raserei. Jetzt kommt nicht näher, weil ich habe den Honig-Effekt. Eigentlich ist das richtig gut, wenn ich das habe gegen Obiane. Aber jetzt gerade stört es mich, weil, ja, war jetzt so nicht geplant. Mari wird jetzt wieder von der Piranha-Pflanze getroffen, aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Das stört mich zumindest nicht. So, den hier besiegen. Und vielleicht besiege ich jetzt noch den Grobian. Mit der Rabbit Peach. Ja, da muss ich aber schon richtig viel rausholen aus dem Schuss. Ist leider nicht der Fall. Aber er kann sich nicht bewegen, von daher ist alles egal. So, Gegnerzug beschleunigen. Mario wird getroffen. Kein Feuereffekt diesmal. Also ich habe schon ein bisschen mehr Glück als gerade. Ja, das habe ich auch. Damit habe ich auch gerechnet. Oh, nicht mehr geschützt. Der kann sich nicht bewegen und der kommt nicht näher. Okay. So, den kann ich jetzt einfach besiegen. Und dann kann ich auch hier durch und den hier noch treffen. Und mich hier verstecken. So, jetzt hole ich hier noch die Raserei. Und dann gehe ich schon mal hier hoch. Und greift die Piranha-Pflanze an. Mit der Rakete geht das. Oh, Mario kommt gar nicht so weit, wie ich eigentlich wollte. Das ist ja schade. Dann gehen wir hier hin. Die beiden treffe ich nicht. Ja, ist egal. So, aus so einem Grobian kann man mit Vampireffekt richtig viel rausholen. Tut mir leid, Rabbit Luigi. Da konnte ich jetzt nicht so viel machen für dich. Aber man kann sich bei der Piranha-Pflanze auch nicht verstecken. Trifft der? Nicht unbedingt. Der auch nicht. Ah doch, der trifft leider Rabbit Peach. Ja, okay. So, aus der Piranha-Pflanze können wir noch viel mehr rausholen mit der Raserei. Nice. Oh, wo komme ich denn? Oh, ich komme gar nicht daraus, wo ich raus wollte. Das ist ja blöd. Ja, halt, stopp, dann... Erstmal so. Ich glaube, das reicht. Nee, das reicht noch nicht. Aber wenn sie sich gleich bewegt, ist sie tot. Von daher ist es doch in Ordnung. Mann, ey. Die Aufgabe ist gar nicht so schwer. Ich hätte es nur nicht mit Luigi versuchen dürfen. Oh, es reicht doch. Nice. Ja. Und das war's auch schon mit diesem Spezialkapitel. Kampfzentrale, Rabulatorium aktualisiert, 4 Goldwaffen freigeschaltet. Okay, nice. Ich weiß zwar nicht, was die machen, aber nice. Jetzt gucken wir hier noch kurz, dass wir auch alles mitnehmen, was hier ist. Okay, hier ist noch das Schlachtfeld. Da ist das letzte Stück der Brücke. Und hier können wir uns jetzt einfach rausarbeiten. Dann haben wir hier in der normalen Box Powerkugeln. 20 Stück. Oh, nice. Und hier haben wir ein 3D-Modell. Okay, schade. Von Rabbit Kong. Ja, das habe ich fast gedacht, dass das Rabbit Kong oder Pi Rabbit ist.
Dann ist das hier geschafft und ich würde sagen, wir machen im nächsten Part weiter in der Sorbet-Wüste. Wir haben jetzt hier im Grunde das gemacht, was ich auf jeden Fall machen wollte, nämlich das Spezialkapitel. Ich kann ja auch noch mehr Backtracking betreiben, aber ich glaube, gleich kommen auch noch andere Fertigkeiten, die wir brauchen, die wir noch gar nicht haben. Deswegen lohnt sich das nicht wirklich. Andererseits, der Part ist eh schon überzogen, deswegen glaube ich, gehe ich mal kurz hier durch und schaue, ob ich noch was finde. Und ja, wenn ja, dann zeige ich es, wenn nicht. Es gibt ja tatsächlich noch einen Block. Also, ja, hier ist auch noch eine Kiste mit einem Kunstwerk. Ist natürlich dann immer ein bisschen ernüchternd, wenn ich dann nur ein Kunstwerk kriege. So, jetzt kann ich alles überspringen. Hier dürfte auch nichts mehr sein. Ah, ich komme jetzt hier oben noch hin. Und hier ist auch noch was. Nämlich ein 3D-Modell. Auch hier gilt, ist eher ernüchternd. Und dann müssten wir jetzt oben bei Rabbit Kong sein, oder? Wege sind alle noch offen. Ja, dann war es das jetzt. Dann sind wir fertig und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis dahin, nur das Beste.